Moin zu meinem neuen Video. RioLink Altas PT Ultra werden wir heute gemeinsam einrichten und montieren. Weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Vielen Dank nochmal an RioLink, die mir das Produkt zur Verfügung gestellt haben. Wir werden die einmal jetzt hier drin einrichten. Hat einen Vorteil, das geht etwas schneller. Ich werde einmal das Solarpanel hier einfach mal anschließen. Dann seht ihr hier die grüne LED-Leuchte. Welcome to RioLink. Please install RioLink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei RioLink. Bitte RioLink app installieren und den QR code auf der Kamera scannen. Bienvenue à RioLink. Veuillez installer l'application RioLink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a RioLink. Si prega di installare l'app RioLink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Gut, wir werden die jetzt mal einrichten. Das mache ich. Ich habe ja schon die App. Und dann fügen wir die mal hinzu. So, bestätigen. Im selben LAN-System. Hört sich gut an, ne? So, ich bin jetzt schon mal drin, Gerät ist eingeschaltet. Welcome to RioLink. Please install the RioLink app and scan the QR code on the camera. So, das hören wir ja. Willkommen bei RioLink. RioLink app installieren und den QR code auf der Kamera scannen. Erfolgreich verbunden. Kommt jetzt ins gleiche Netz rein, automatisch. Ich halte das mal so, denn spiegelt das Ganze nicht so. Ja gut, jetzt bewegt sich na klar die Kamera, will sich na klar auch ausrichten. So, ihr seht, das ist verbunden, dann geht ihr auf den nächsten Schritt. So, das wird jetzt installiert. Dann könnt ihr jetzt die Kamera nennen, wie ihr sie wollt. Jetzt steht hier zum Beispiel Kamera 1, ihr könnt sie auch anders benennen, das könnt ihr auch nachher reinmachen. Das ist völlig egal. Bestätigen. Hier haben wir denn die Möglichkeit, das könnt ihr auch im Nachhinein machen, wie das arbeiten soll. Wie empfindlich, Wärmequellen und so weiter soll vermieden werden oder vermeidet werden. Das könnt ihr auch im Nachhinein. So, das ist jetzt fertig. Den geben wir jetzt hier rein. Und jetzt seht ihr, alle, die mit dem Home Hub verbunden sind, das ist die Klingel. Die Argus 4 Pro und das ist die Altas PT Ultra. Ich nenne das mal, werde das jetzt mal umbenennen und dann ist das auch einfacher. So, jetzt seht ihr alle Kameras, die mit dem Home Hub arbeiten können. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, das ist die Argus PT, die arbeitet leider nicht mit dem Home Hub zusammen und so habt ihr mehrere Bilder. Ich werde die jetzt draußen einmal montieren und dann werden wir sie mit diesem Bild vergleichen. Also der Vorteil über den Home Hub, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, ihr braucht hier keine Speicherkarte einlegen. Das läuft alles über den Home Hub. So, und jetzt wollen wir schnell rausgehen und die Kamera montieren. So, das ist ja die App von RioLink. Hier seht ihr noch die RioLink Argus PT, die ich schon länger dran habe. Und das ist die Atlas PT Ultra. Das ist ja schon mal doch ein kräftiger Unterschied, wie farbgetreu das Ganze ist. Auch Uhrzeit, gut, hier steht noch 9.37 Uhr. Wir haben es dabei schon 10.08 Uhr.
das ist noch richtig. Ich müsste es hier nochmal nachträglich ändern. Und hier seht ihr alles, was unter dem RioLink Home Hub installiert ist. Das ist einmal die Altas PT Pro, die Argos 4 Pro und die Videoklingel. Bis zu 10 Geräten könnt ihr bei dem Home Hub installieren oder verwalten. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch. Und werde die Altas PT Ultra jetzt testen, werde auch Aufnahmen davon machen, wie das auch nachts aussieht, wenn wir jetzt direkt hier reingehen in die Altas PT Pro, Ultra. Da haben wir hier unten auch die Steuerung. Und dann könnt ihr hier unten auch sogar die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell das nach links, rechts, nach unten oder nach oben gehen soll. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also 63 ist ja gut das Schnellste. Und 1 ist das Langsamste. Finde ich aber schon mal sehr, sehr gut. Wir machen das mal auf 30. Dann können wir hier wieder runter. Und dann können wir, wenn wir jetzt hier drauf drücken, geht er schnell nach unten. Seht ihr, wie schnell das geht? Finde ich sehr, sehr gut. Ja, so hat man schönes Bildmaterial. Und wenn ich jetzt nochmal vergleiche, das sind ungefähr die gleichen Perspektiven, fast die gleichen Höhen. Ich musste es dann klar ein bisschen versetzt montieren. Aber ich finde, das ist doch schon mal ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Sind beides Live-Bilder. Das finde ich sehr, sehr gut. Und wenn wir nochmal wieder in die App oder in die Altas PT Pro Ultra reingehen, dann können wir dann klar noch viel mehr einstellen. Licht, wann soll das ein, Bewegungserkennung soll. Hier seht ihr den Akkustand. Da soll ich jetzt dann klar erstmal aufzeichnen oder aufladen. Voraufzeichnungsmodus ist aus, können wir aber einschalten. Das ist vergleichbar mit der Insta360 Ace Pro zum Beispiel, oder dass sie schon ein paar Sekunden vorher schon aufnimmt, ohne dass ich drauf drücken muss. Also im übertriebenen Sinne. Wir können das mal bestätigen, wird jetzt gerade aktiviert. Und dann können wir dann, wie viel Prozent Bildrate, also da haben wir nur 5 oder 10 Bildrate pro Sekunde. Wir lassen das jetzt immer so. Wir haben hier echt viele Möglichkeiten, dass Zeitraffer haben wir die Möglichkeit, weitere Einstellungen, also gut, das ist jetzt nur Neustart. Denn ob wir eine Push-Nachricht haben möchten, die Sirene, ich habe die noch nie gehört, muss ich ehrlich zugeben. Bewegungsalarm. Da machen wir, hier haben wir die Möglichkeit, das haben wir mit jedem Gerät. Was soll nicht erkannt werden? Anderes, Tiere, Fahrzeuge. Die wollen wir dann klar alle erkennen, also zumindest Personen und auch Tiere. Empfindlichkeit. Wie empfindlich soll das sein? Umso empfindlicher, umso besser. Das heißt, wenn man Marder oder Tiere, die man nicht haben möchte, schneller erkennen kann. Objektgröße, da können wir dann auch das einstellen. Auto-Tracking. Können wir mal aktivieren und dann läuft das automatisch weiter. Ja, Bewegungsalarm hatten wir schon, Empfindlichkeit, Zeitplan können wir machen, Audioqualität, also wenn jetzt, ich kann jetzt Töne draußen aufnehmen, also zum Beispiel Vogelzwitscher oder vom Nachbarn den Streit von mir aus, gut, ist zwar nicht erlaubt, aber wäre theoretisch möglich.
oder auch praktisch. Display, da können wir Helligkeit, wir gehen auf 60 Hertz, dann ist es etwas schöner, das Bild sich anzusehen. Wollen wir das streamen? Wie flüssig soll das sein? Wie klar soll das sein? Klar, das heißt eine höhere Auflösung, 15 Bilder pro Sekunde. Soll das flüssiger sein? Dann haben wir ein kleineres Bild. Ich würde aber immer für klar. Denn Datum, Uhrzeit haben wir die Möglichkeit oben rechts, mittig. Das können wir alles machen. Wollen wir ein Wasserzeichen haben? Wir nehmen das Wasserzeichen raus. Dann ist es auch nicht mehr drin. Und so haben wir halt die ganzen Möglichkeiten, wie wir das einstellen möchten oder wie wir es haben möchten persönlich. Und wenn wir hier auf Zeitraffer gehen, dann können wir hier zum Beispiel, wenn der Mond aufgeht, die Sonne untergeht oder wie jetzt hier in diesem Demo-Video, wie die Wolken aufziehen, können wir alles machen. Das können wir auch mit der Klingel von RioLink machen, also im Grunde mit jeder Kamera. Da ist natürlich auch Licht drin. Jetzt ist Licht an. Ich werde das mal anmachen, wenn es draußen dunkel ist. Jetzt ist es ja nun zwecklos. Jetzt ist es wieder aus. Man sieht, ich bin im WLAN-Netz drin momentan. Und man sieht, mit welcher ich komme mal dichter dran. Ich bin im WLAN-Netz und mit welcher Geschwindigkeit die Daten übertragen werden. Das ist der Vorteil von dieser Kamera. Ist nämlich im Dualband, einmal 5 GHz und einmal 2,4 GHz. Und umso besser, oder umso schöner und flüssiger ist das Ganze auch. Ja, würde ich sagen, das soll es ja auch wirklich gewesen sein. Ich will sie jetzt testen, ausgiebig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtik. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.